Naja, und jetzt kommt mal ein bisschen zugegebene alberne Regel, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass es Leute gibt, die nicht wissen, welche Wörter mit F oder welche mit V geschrieben werden. Da das relativ wenig sind, die überhaupt mit V geschrieben werden, zum Beispiel die Worte vor, vorhanden, vorkommen oder sonst was, da geht es um die Vorsilbe vor, hier, das ist damit gemeint. Oder die Zahl 4. Oder verblöden oder verhauen oder ver. Ich hab verkackt oder was weiß ich. Oder der Vogel hier, der fliegen kann. Oder der Vater, da muss ich jetzt keinen Vater malen. Das Wort viel, voll, Volk, Völker, Mehrzahl, logisch. Von und vorn. Euch fallen vielleicht noch zwei, drei mehr ein, aber ich habe das wie folgt gemacht. Wir haben uns mal einen Satz gebildet, der funktioniert super, weil der so dämlich ist. Wenn man sich den kann man ganz schnell auswendig lernen und weiß dann die Wörter, die mit V geschrieben werden. Alle anderen werden mit F und ganz selten mal mit PH geschrieben werden. Geschrieben. So, also die wichtigsten Wörter. Und jetzt, der Satz klingt ganz bekloppt. Vor vier verhaut Vogelvater viele volle Völker von vorn. Wie lernt man solche Sätze auswendig? Wie lernt man überhaupt schnell auswendig? Guckt auf die Links. Hier das Video wartet, wenn ihr auf solche Links klickt. Ihr verpasst nichts. Beziehungsweise zum Schluss werde ich dann auch eine Playlist, einen Link zur Playlist hin anfügen, wo lauter solche komischen Merkregeln drin sind, wo man sich ganz viele Dinge oder ganze DIN A4 Seiten auf einmal richtig gut schnell merken kann. Also, wenn ihr das lernen wollt, dann macht das so, lest es laut so lange und so schnell vor, bis ihr den kompletten Satz drin habt. Das wird vielleicht 5 bis 6 Mal sein und dann könnt ihr den Satz, dann braucht ihr gar nicht mehr hinzugucken. Aber bis dahin lest ihr den. Wenn ihr den gelesen habt, immer wieder, so kann man auch Gedichte lernen, dann habt ihr den drauf. Also nochmal, vor vier verhaut Vogelvater viele volle Völker von vorn. Vor vier verhaut Vogelvater viele volle Völker von vorn. Und der ist so blöd, der muss sogar hängen bleiben. Gut, beachtet die Links, gibt es noch mehr Regeln. Eine andere Regel wäre zum Beispiel, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ja, das ist wunderbar, nämlich und dämlich. Das reimt sich so schön und deswegen merkt man sich das auch gerne. Nämlich, wenn ich hier ein H einfüge, wenn ich bei diesem Wort, dann bin ich dämlich. Ne, solche Wörter, solche Regeln, die bleiben ganz schnell hängen. Und ich sag mal, Leute, weitere Vorschläge bitte. Schreibt die einfach mit runter. Alle anderen, die das lesen, die können viel davon lernen. Oder, und dazu habe ich ein extra Mini-Video gemacht und auch mal begründet, warum das so ist. Summen kürzen nur die Dummen. Gut, ich denke mal, das reicht dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen und hoffe, dass ihr es verstanden habt. Bis später. Tschüss.